traumhaft, traumhafter Dolomiten. In diesem Video darf ich euch mitnehmen in einen Skigebietstest im Skigebiet 13 in Dolomites und das mit direktem Blick auf das UNESCO-Welterbe der Dolomiten hier in Südtirol im Hochpustertal. Ich verliebe mich langsam so richtig in diese Region. Ich werde euch die Highlights des Gebiets zeigen, wie auch die steilste Piste Italiens, die tollsten Pisten, die hier sind und natürlich diese wunderbare Natur in diesem Video. Und jetzt heißt es rauf auf die Ski und los zum Sonnenskilauf hier im Gebiet. Auf geht's! Schaut euch das hier an, es ist bereitet. Ein Traum! Und jetzt schauen wir uns einmal an, was euch erwartet, wenn ihr zum Skifahren hier ins Skigebiet 13 in Dolomites kommt. Und ihr seht es schon, aufgeteilt auf 5 verschiedene Skiberge erwarten euch 115 Pistenkilometer mit dem direkten Blick raus in Richtung des UNESCO-Welterbes der Dolomiten. Und dieser fantastische Ausblick, der macht hier natürlich einiges aus. Euch erwarten insgesamt 54 blaue Pistenkilometer, 49 rote Pistenkilometer und circa 12 schwarze Pistenkilometer. Und das auch mit der steilsten Piste Italiens, nämlich hier an der Rotwand, an der 6er Rotwand, der Holzriese mit insgesamt 71% Gefälle. Diese Piste werden wir natürlich heute auch noch mit euch fahren. Ihr habt eine Höhenlage von unten im Tal in Vierschach 1130 Meter bis hinauf zum höchsten Punkt auf dem Gipfel des Helm mit 2225 Metern und damit Schneesicherheit von Mitte November bis Mitte April. Und da könnt ihr dann hinten in der Saison raus Sonnenskilauf genießen, wie wir es auch gerade hier tun. Wenn ihr dann euren Urlaub plant, gibt es verschiedene Orte, wo ihr hier unterkommen könnt. Das ist auf der einen Seite Vierschach, wo wir heute Morgen gestartet sind, direkt an der Piste gelegen und auch an den Liften oder auch Sechsten. Für die Naturliebhaber sehr interessant, denn da hat man den direkten Naturblick, den Bergblick. Interessant für alle, die so ein bisschen Stadtflair haben wollen, auch ein bisschen einkaufen gehen, wo vielleicht die ganze Familie auch mitkommt. Direkt am Familienskigebiet Haunold angeschlossen ist Innichen, das seht ihr hier vorne, da schlafen wir auch und da werden wir euch am Ende des Videos auch noch eine Abfahrt zeigen, die schwarze Piste, die dort auch in den Ort hineinführt. Und alle, die so ein bisschen in Richtung Loipen und Langlauf unterwegs sein möchten, da könnte Toblach interessant sein oder auch der Natur sehr verbunden in Prax. Und wir sind ja zum Skifahren hier und das machen wir jetzt wieder. Also auf zum Skifahren, zum Erkunden dieser Highlights und los geht's! Oh, wir kommen die Tränen, das ist der Traum. Du hast diese frisch präparierte gerade Piste, du hast diesen Blick hier raus. Es wird immer mehr in diesen Zeiten. Jetzt geht es für uns runter über die 11C, eine traumhafte Abfahrt. Das seht ihr ja gerade. Die Bilder sprechen, glaube ich, alles. Da helfen keine Worte. Can't fight this, and no one makes me feel like you do. When no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Meine Damen und Herren, das hier ist Genuss-Skilauf, also wirklich par excellence. Ihr seht's ja auch. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Hold on me, when I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite.
auf 2100 Metern hier oben am Stiergarten angekommen. Und wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr hier eben auch die drei Zinnen entdecken. Zur westlichen Zinne, zur großen Zinne und ganz, ganz leicht sieht man auch die kleine Zinne. Ich zeige euch aber auch mal ein paar Aufnahmen vom Sommer, wo ich dort wandern war. Und da seht ihr die drei Zinnen im direkten Antlitz. Hier auch ganz spannend, Winterwanderweg. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt nicht unbedingt ski-alpin unterwegs sein wollen, sind hier oben auch schöne Höhenwege zum Wandern, zum Erkunden und natürlich zum Genuss dieser Bergkulisse hier. Und jetzt geht's auf in Richtung Sechsener Rotwand und zur steilsten Piste Italiens, Holzriese. Bin gespannt. Direkten Blick, und zwar die 3A, der erste Teil der Holzriese-Abfahrt darunter. Und da ist es schon sehr, sehr steil. Wir müssen einmal noch komplett mit der Gondelbahn hoch und dafür fahren wir jetzt den zweiten Teil der Holzriese-Piste, die 3B. Und die soll auch schon richtig steil sein, schlängelt sich durch den Wald. Das fahren wir jetzt. Schauen wir uns an. Jetzt wird steil, Kurzschwung Richtung Tal. Junge, Junge, Junge. Das hat's in sich und dann richtig auf die Kante gehen. Toll präpariert und natürlich auch in diesen Tagen jetzt hier ist es bis zum Nachmittag hin schattig. Das heißt, die ist immer noch auf Zug zu fahren. Tolle Piste unten raus schon. Jetzt schauen wir uns mal den Holzriesen ganz oben an. Ja, mit dem Schlitten nicht so zu empfehlen, sagen sie. 71% Gefälle. Okay, okay, okay. Auf geht's. Wow. Ja, das ist steil, das ist steil. Und ich kann es nicht anders sagen. Geile Piste, hat richtig Spaß gemacht. Gerade ohne Rillen, richtig schön steil. Holzriese sollte auf eure Liste, wenn ihr mal in Sachen Pisten in Italien unterwegs sein möchtet. Im Skigebiet 13 Dolomites. Und wir fahren jetzt über Sechsten zurück in Richtung Vierschach. Und das mit dem neuen Helmjet der 10er Kabinenbahn. Schauen wir uns an. Jetzt zurück auf den Helm. Für uns geht es jetzt gleich noch mal hoch auf den Gipfel, auf den höchsten Punkt im Gebiet. Aber eine Sache, die möchte ich euch noch erklären. Und zwar seht ihr es hier in grün, Giro delle Cime. Also nicht nur im Sommer könnt ihr eine Giro fahren, sondern auch hier eine Skirunde. Das ist die größte Skirunde hier im Gebiet mit insgesamt 34 Kilometern. Also wenn ihr hier sportlich unterwegs sein wollt, das ganze Gebiet hier, drei Zinnen, Dolomites, an einem Tag gut erleben wollt, dann ist das eine sehr gute Option für euch. Und jetzt geht's für uns
hoch und dann komplett die längste Skiabfahrt im Gebiet, nämlich wieder runter nach Vierschach. Ich weiß, dass hier auf dem YouTube-Kanal einige Zuschauer und Zuschauerinnen sind, die die Dolomiten zum Skifahren auch lieben. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr hier im Skigebiet Dreizinnen schon mal unterwegs wart, welche Pisten ihr gut findet, welche Restaurants, welche Hütten, welche Hotels und in welchem Ort ihr übernachtet. Ich freue mich auf jeden Tipp, das hilft allen, die hier zuschauen. Also gerne ab in die Kommentare. Und jetzt weiter hier im Skigebiet. Dieses Lächeln geht jetzt so schnell nicht weg. Das war wirklich eine traumhafte Abfahrt hier runter nach Vierschach. Eine kleine Kirche. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, direkt an der Piste zu schlafen und auch eben unten die Bahnverbindung, die euch direkt rüber ins Familienskigebiet Haunold bringt, wo wir jetzt gleich hinfahren, nach Innichen oder auch rüber in Richtung Kronplatz. Insbesondere dann, wenn ihr den Dolomiti Super Skipass habt, also die ganze Region in einem Skipass. Ihr könnt euch hier im Gebiet aber natürlich auch klassisch Gebietskarten kaufen, die einfach für eine Woche, einen Tag, je nachdem, gelten. Jetzt geht's auf in den Zug und dann nehmen wir euch mit in Richtung des Familienskigebiets in Innichen. Ganz einfach in Richtung Bahnsteig. Und jetzt zurück in Innichen angekommen und ihr seht auch hier schon zu meiner Rechten, zu eurer Linken, Skikurse für die Familien super geeignet. Gerade eben habe ich hier auch ein kurzes Gespräch mit einem Skilehrer gehabt, der gesagt hat, dass hier morgens wirklich 150 Kinder ihren Skikurs auf diesem Platz starten. Also wenn die Kids Ski lernen sollen oder ihr persönlich euch das erste Mal auf die Ski stellen wollt, ist hier eine sehr gute Option. Und direkt hinter uns ist auch das kleine Städtchen, der Ortskern Innichen. Und da schauen wir dann auch später mal in die Fußgängerzone und sprechen da unser Fazit. Aber vorher noch einmal Skier an und diese Piste hier, das ist die schwarze Piste hier am Haunold, die wollen wir jetzt mal fahren. Und jetzt geht's auf die Mandoriese-Piste, steilste Piste hier am Haunold. Die führt uns runter nach Innichen. Großartig zu fahren. Unser Tagesabschluss jetzt hier auf der Mandoriese-Piste. Schön knackig am Ende. Und jetzt geht's zum Fazit, nämlich in die Fußgängerzone von Innichen. Auf geht's! Ja, und hier könnt ihr sowohl zu einem kleinen Stadtbummel noch zum Verweilen nach Innichen kommen oder auch zum Abriss-Chill. Hier gibt es einige Bars, ein bisschen Aperitivo. Und wir haben auch unser Hotel hier, nämlich das Sporthotel Tirol. Eine Empfehlung meinerseits, echt schön, genau für diejenigen, die mit der Familie hier sind und dann auch den Haunold nutzen wollen. Und ihr habt vor dem Hotel auch die direkte Busverbindung nach Vierschach, um ins große Skigebiet zu kommen, wo wir auch heute waren. In Summe unser Erlebnis hier im Skigebiet Dreizinnen Dolomites, vor allen Dingen für Südtiroler Genuss, für sehr schönes Skicarving auf tollen Pisten. Und die sportlichen Skifahrer kommen auf der steilsten Piste Italiens voll auf ihre Kosten. Das heißt, es ist für Familien, für die Genussvollen und für Sportliche, für jeden ein bisschen was dabei. Und ich kann auch den Sonnenskilauf, wie wir es gemacht haben, absolut empfehlen.
Ich hoffe, dass euch wie immer dieses Video gefallen hat. Schreibt eure Anmerkungen sehr gerne in die Kommentare. Falls ihr Fragen habt, freue ich mich ganz besonders. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, das genau hier eingeblendet ist. Direkt einschalten. Vielen Dank an Felix hinter der Kamera. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Genau da. Ciao.